Wir dürfen mit den großen Jungs jetzt wieder mitspielen. Das hat Christian Brandt diese Woche mal über die Situation des Jahn gesagt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Jahn-Studios. Unser heutiger Studiogast hat an dem guten Start mit 7 Punkten aus 3 Spielen einen gehörigen Anteil. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Auch wieder einer der Neuen. Herzlich willkommen, Marvin Knoll. Marvin, grüß dich. Hallo. Bitte schön, nimm Platz. Danke. Wobei deine Bilanz sieht ja noch besser aus, ne? 2 Spiele, 2 Siege. Ja, also ich wäre natürlich glücklich, hätten die das andere Spiel auch noch gewonnen. Ja. Aber 7 Punkte von 9, das ist schon echt sehr gut. Aber ist eigentlich überlebensnotwendig gewesen, der Start, oder? Wenn man sich die Situation zur Winterpause anschaut. Wenn man ehrlich ist, muss man es einfach so sagen, weil die Mannschaften, gegen die wir gespielt haben, die stecken auch unten drin. Hm. Und das war einfach wichtig, dass wir da einen guten Start hinlegen, auch für das Selbstvertrauen. Deswegen, ja. Das Auswärtsspiel in Rostock hast du verpasst, da warst du angeschlagen. Jetzt hieß es Dienstag wieder, du bist irgendwie verletzt. Wie sieht es momentan aus bei dir? Sehr gut, das war nur der erste Schock. Und, okay. Also Einsatz am Samstag ist nicht in Gefahr? Nein, nein, alles nicht in Gefahr. Ja. Okay, Marvin, wir reden gleich weiter. Vorher wollen wir ein bisschen was über dich erfahren. Mein Kollege Christian Saurer hat Marvin Knoll getroffen. Hier ist er geboren und hat auch lange Zeit dort Fußball gespielt. Der Berliner Marvin Knoll ist jetzt allerdings nach einem kurzen Gastspiel in Sandhausen in die Oberpfalz gekommen. Als wir ihn treffen, ist er auf dem Weg. Ja, wohin eigentlich? Ah ja, von hier aus sind es 510 Kilometer in die Hauptstadt. Dort ist der 25-Jährige mit Hertha BSC 2-mal in die Bundesliga aufgestiegen. Also es war unglaublich, muss man sagen. Die Atmosphäre im Olympiastadion, ausverkauftes Haus. Du weißt, wenn du das Spiel gewinnst, dann bist du aufgestiegen. Und dann die Feier mit den Fans und war ein super Erlebnis. Ich bin froh gewesen, dabei gewesen zu sein. Der Mittelfeldspieler soll helfen, dass der SSV Jahn in der Liga bleibt. Und auch wenn es Knoll in Regensburg wirklich gut gefällt, seine Heimat vermisst er schon. Und deshalb suchen wir in der Innenstadt was typisch Berlinerisches. Eine Currywurstbude. Normalerweise ist das für einen Fußballprofi ja tabu. Für den heutigen Dreh gibt's eine Ausnahme von seinem Verein. Wenn ich in Berlin bin, dann gönne ich mir auch mal eine Currywurst. Also das gehört einfach dazu. Aber ich habe meine Stammlokale sozusagen und bei mir im Bezirk weiß ich ganz genau, wo ich hingehen muss und wo es die beste Currywurst gibt. In Regensburg weiß er das jetzt auch. Die Nummer 9 des Jahn hat Vertrag bis Saisonende. Beim Klassenerhalt kann er sich aber gut vorstellen, in Regensburg zu bleiben. Und auch wenn er seine Heimatstadt vermisst, Regensburg hat auch seine schönen Seiten. Wo gibt es in Spandau die beste Currywurst? Das heißt Maximilian. Maximilian? Ja. Geheimtipp. Geheimtipp. Jetzt wenn man nicht mal da ist. Also wenn man mal da ist in meinem Bezirk, dann sollte man da hingehen. Okay, merken wir uns. Wie war die Regensburger Wurst? In Ordnung oder? Doch, die war echt gut, muss ich sagen. Die wurde mir empfohlen. Okay. Und ja, die war echt lecker. Gut. Ist der Ort für dich wichtig, wo du bist und wo du lebst? Oder sind die Umstände, sprich Familie, für dich wichtig? Ja, meine Familie muss ich natürlich wohlfühlen. Also ich habe vieles Positives gehört von Regensburg, auch von anderen Mitspielern, die ich hatte. Deswegen, ja, wie gesagt, es ist schön hier, aber wichtig ist halt auch Fußball und das steht ganz oben. Erleichtert so ein Saisonstart dann auch die Integration für einen persönlich? Ja, ich wurde wirklich gut aufgenommen, das muss man sagen. Also ich bin ja auch kein schwerer Typ, das muss ich auch sagen. Natürlich hilft es, ne? Wenn man schlecht startet, dann ist die Stimmung auch ganz anders. Jetzt haben wir eine kleine Euphorie und ich denke, das ist auch gut so und die sollten wir auch mitnehmen und deswegen sollten wir dranbleiben. Wir haben es gehört, du kommst aus Berlin, du hast lange bei der Hertha gespielt, Jugendmannschaften, zweite Mannschaft, erste Mannschaft. Wie schwierig war es dann so nach einer langen Zeit dann wegzugehen damals? Du bist dann ausgeliehen worden nach Dresden? Ja, schon schwer, ne? Also ich bin in Berlin groß geworden, habe alles in Berlin durchlebt sozusagen. Also wirklich von der C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend, Amateure, alles. Ja. Erste Mal weg von zu Hause ein bisschen, war schon nicht einfach. Aber es war eine gute Erfahrung und bin auch froh, dass das so gekommen ist. Und ja, ich habe einfach die Zeit auch genossen in Dresden, es war schön. Ja. Dresden, dann Sandhausen. Irgendwie hat es dann aber nicht so ganz geklappt, Stammspieler zu werden jeweils bei den Vereinen.
Bist du dann ein Typ, wo ich sage, hey, dann gehe ich lieber weg, dass ich wieder spielen kann, damit ich auch mich selber wieder entwickeln kann? Deswegen jetzt auch der Schritt in die dritte Liga? Ja, vor anderthalb Jahren bin ich ja nach Sandhausen gewechselt. Ich muss sagen, es ist auch nicht optimal gelaufen. Ich hatte vorher in Duisburg unterschrieben. Die sind dann bankrott gegangen? Ja, leider. Denn war ich bei FSV Frankfurt kurz vor der Unterschrift. Mhm. Die wollten mich auch unbedingt haben. Dann hat Sandhausen sich sehr um mich bemüht. Mhm. Und dann bin ich da hingewechselt, weil ich ein gutes Gefühl hatte. Ja. Aber ja, wie es manchmal so ist im Fußball, dann verspricht man dir viel. Und bei rum kommt da nichts. Also okay. Dann auf einmal kannst du machen, was du willst, wenn der Trainer dich nicht mag. Als Beispiel, dann ist es halt schwer. Und deswegen, ich wollte nach den schweren Jahren in Sandhausen einfach wieder Spaß haben, Fußball spielen, irgendwas erreichen. Ich hatte auch noch andere Sachen in der dritten Liga, wo ich hingehen hätte können. Wieso geht man dann zum Letzten? Ja, ich weiß nicht. Ich bin eher so ein Typ, so im Mittelfeld rumspielen, das kann jeder. Aber jetzt, es ist wirklich so. Langweilig. Also, das ist langweilig, okay. Finde ich auch. Ich finde einfach, wenn ich irgendwann zurückblicke, dann muss man irgendwas erreicht haben in seiner Karriere. Und deswegen, ich hatte auch ein super Gespräch mit dem Keller, der hat mich echt überzeugt hier. Okay. Und ja. Also auf jeden Fall, ne? Wenn er das Ding noch wobbt, dann geht man in die Regensburger Fußballgeschichte ein. Ja, das. Und man kann einfach zurückblicken und sagen, okay, das war einfach dieses eine Jahr, wir hatten einfach nur 12 Punkte, glaube ich, in der Hinrunde und haben es dann einfach noch geschafft. Also wie geil wäre das denn? Also jetzt mal. Von mir aus gerne. Ja, also von daher wäre es schon echt super. Wie ihr das anstellen wollt, darüber reden wir gleich. Marvin, ganz kurze Pause, wir müssen ein bisschen Geld verdienen. Bis gleich. Zurück im Jahnstudio mit unserem heutigen Gast, Marvin Knoll. Ich will mit dir noch ganz kurz über das Spiel vom Samstag sprechen. Ihr habt viel Lob bekommen danach. Das Spiel hatte aber auch seine Längen, oder? Oder Phasen, wo es nicht so optimal lief. Klar, man muss sagen, wir sind sehr gut gestartet im Spiel. Bis zum 1-0, ne? Genau, und dann hatten wir irgendwie so einen kleinen Knick drin. Ich weiß auch nicht. Man hatte das Gefühl, als wenn wir 0-3 hinten liegen auf einmal. Also man wusste, dass defensiv nichts anbrennt, außer bei Standards. Ich hatte immer das Gefühl, wir hatten eine gute Ordnung, wir standen kompakt. Aber unser Spiel nach vorne war dann einfach so 20 Minuten lang tot. Also wir haben zwar gespielt, aber nicht mit der letzten Bissigkeit nach vorne. Und zum Glück haben dann der Abpfiff und dann konnten wir uns nochmal sammeln und in der zweiten Halbzeit haben wir dann voll angegriffen. War auf jeden Fall eine starke zweite Halbzeit. Wir schauen nochmal kurz rein in die Partie vom Samstag. Als Schiedsrichter Alexander Sater um 15.47 Uhr die Partie gegen Stuttgart abgepfiffen hatte, sank Marvin Knoll völlig entkräftet zu Boden. Kein Wunder. Als alleiniger Sechser hatte er ein Riesenspiel absolviert. Seine Ballgewinne hatten dafür gesorgt, dass andere in der Offensive glänzen konnten, wie Marco Königs oder Ayas Aosman. Das 4:1 gegen Stuttgart, es hat gezeigt, wie wichtig Marvin Knoll schon für den Jahn ist, der nach 7 Punkten aus 3 Spielen wieder im Abstiegskampf mitmischt. Ich glaube, wir haben uns jetzt den Respekt zurückgeholt. Der Jahn Regensburg hat sich den Respekt der Liga zurückgeholt und die Liga kann mit uns rechnen. Der Trainer drückt dagegen noch ein wenig auf die Euphoriebremse. Ja, es ist einfach nichts erreicht. Wir haben bis zum 23. Mai haben wir Saison und klar, es ist schön, dass wir jetzt gewinnen und das hilft uns enorm weiter. Aber der Auftritt gegen Stuttgart, vor allem in der zweiten Halbzeit, macht Mut. Der Jahn zeigt den absoluten Siegeswillen, so wie Gregory Lorenzi nach seinem Tor zum 2:1. Selbst ein verschossener Elfmeter brachte den Jahn nicht aus dem Tritt. Ich glaube, da haben wir gemerkt, wir gewinnen das heute. Also da, glaube ich, hat jeder dran geglaubt, auch dann noch mehr Gas gegeben, noch mehr Kampf war drin und wir konnten das heute gar nicht verlieren. Aber das Wichtigste, der Jahn zeigt spielerische Klasse. Auch beim letzten Treffer erzwingt Marvin Knoll den Ballverlust beim Gegner. Mögen andere offensiv geglänzt haben, wie Ayas Aosman oder Marco Königs. Der heimliche Matchwinner war unser heutiger Studiogast. Du saßt da ziemlich lange am Boden. Warst richtig fertig, oder? Ja, ich konnte echt nicht mehr. Meine Beine waren Krampf, da ging nichts mehr. War auch eine ungewohnte Position für dich, oder? Auf der 6 zu spielen, weil normalerweise spielst du ja ein bisschen offensiver. Ja, schon. Also ich kann auch die 6 spielen. Hat man gesehen. Ja, alleine.
Aber es hat Spaß gemacht, weil du musst die Jungs so ein bisschen ordnen. Du musst so gucken, dass die Lücken geschlossen sind. Ich hatte ja den Ayas und den Push hatte ich ja auch noch. Die musst du so ein bisschen lenken und es hat Spaß gemacht. Und wir hatten immer eine gute Ordnung. Ich wusste, dass Außenspiel raus nichts passiert. Ich habe dich ein bisschen beobachtet bei dem Spiel. Ich habe auch wieder festgestellt, du hast immer wieder angefeuert, hast die Jungs angetrieben, viel gedeutet, viel gemacht. Früher hat man so aggressive Leader gesagt. Fühlst du dich als so einer? Ja, schon. Also, weil ich bin einfach so vom Typ her. Also, ich war ja selber mal 19. Also, wenn ich die Jungs sehe, die sind dann so Abstiegskampf, manche verstehen es noch nicht so. Und ich denke, wenn man immer mal wieder ein Zeichen setzt, dann weiß nicht, dann sind die wach, dann sind die da. Und in der zweiten Halbzeit, wir hatten eine super Stimmung auf dem Platz. Ich wusste beim verschossenen Elfmeter, ich habe mit Palle kurz gequatscht, glaube ich, 10 Sekunden. Wir waren uns sicher, wir haben uns in die Augen geguckt, wir haben gesagt, wir gewinnen das Ding. Ich war mir zu 100% sicher, dass wir das Ding drehen, weil die wussten gar nicht mehr, was sie machen. Die waren geschockt, wie wir angelaufen sind. Wir waren in jedem Zweikampf waren wir bissiger. Und ja. Ist das auch das Rezept, wie man das Spiel am Samstag in Cottbus angehen muss? Auf jeden Fall. Ich denke, in jedem Spiel, also ohne Kampf und ohne Leidenschaft wird es nicht gehen, weil dafür ist die Liga zu ausgeglichen. Und ich denke, wer den Sieg immer mehr möchte, ich sage, der bekommt ihn auch. Und momentan haben wir einen absoluten Siegeswillen. Und ich denke, so sollten wir noch Cottbus fahren und sollten die positive Stimmung mitnehmen. Und dann probieren, da was zu holen. Cottbus ist eine gute Mannschaft, keine Frage. Aber wir haben jetzt auch einen kleinen Lauf und wir sollten daran festhalten und probieren weiterzumachen. Die nächsten Spiele werden aber richtig hart, oder? Cottbus, Dresden, Erfurt, da kommen ein paar Kaliber, oder? Münster. Ja, jetzt in Cottbus, dann Heim, Dresden. Aber alle, kann man alle schlagen. Es ist nicht so, dass man sagt, oh Scheiße, jetzt kommt Dresden, jetzt kommt Münster. Meine Güte, die haben auch jetzt Dresden. Hat auch momentan einen Negativlauf. Ja. Die denken sich auch, oh Scheiße, jetzt muss ich nach Regensburg. Jetzt, die haben einen Lauf, die sind bissig, die wollen. Ich will mal deren Meinung erstmal hören. Gut, dann wünschen wir euch diese Aggressivität und Bissigkeit am Samstag in Cottbus. Bringt was mit. Und vielen Dank für den Besuch, Marc. Dankeschön. Dankeschön. Und vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Woche wieder im Jahnstudio. Bis dahin, gute Zeit.